Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, diesmal kein Schlachtkommentar oder ich habe nicht vor, dass es eins wird. Das kann gut sein, dass es hier ein bisschen schlachten wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das heißt Happy Wheels. Ich war ja in Australien und ein paar Kumpels haben mir das da gezeigt. Und das hat jetzt in erster Linie erstmal gar nichts zu tun mit Total War oder sonst irgendwas. Ich kann euch jetzt erstmal kurz einen Einblick in das Spiel geben. Wenn es fertig geladen hat, dann aufpassen, es könnte vielleicht ein bisschen laut werden, dann muss ich den Ton ausmachen. Weil wir wollen ja nicht, dass ihr mich nicht mehr hört, sondern nur noch das Spiel. Das wäre ja schade. Und ja, das Spiel ist echt witzig für zwischendurch. Und ja, vielleicht ein wenig makaber, aber ich denke mal, das verkraften wir alle hier, oder? So, warten und. Ja, ich denke mal, das ist zu laut. Kann man das vielleicht runterdrehen? Dann eben ohne Sound. Oder vielleicht, wenn es zu Ende ist, dann wird es nicht mehr so laut. Ich rede jetzt mal ein bisschen lauter. Aber wenn diese Melodie von dem Intro weg ist, dann geht das eigentlich mit dem Sound. So. Ja, warten wir kurz ab, bis es vorbei ist. So. Und jetzt können wir wieder uns im normalen Ton unterhalten. So wie wir das gewohnt sind. Wir gehen jetzt hier auf. Oder ich zeige euch erstmal, wie das Spiel überhaupt so ist. Dann nehmen wir am besten mal den BMX Park. Und da. Komm schon. Lass mich rein. Ist ja super. Na, und irgendwas anderes. Komm schon. Will mich wieder veräppeln. Geht doch. Ja, das Spiel ist eigentlich, man hat einen Charakter und hat irgendein Fahrzeug mit dem Charakter und muss hier durch einen Parcours kommen. Das ist der Sinn vom Spiel und darum geht es hier auch eigentlich. Und ja, jetzt machen wir erstmal so eine vorgegebene Map von der Website. Dann hat man hier seinen schönen Ding. Ich weiß gerade nicht, wie man diese Dinger hier nennt. Klärt mich auf. Und man muss hier lang fahren und man kann sterben. Der Zigeuner da muss erstmal weg. Ja, also wie ihr seht, das passiert gerne mal in dem Spiel hier, dass ein bisschen Blut dabei ist, was das Ganze recht lustig macht. Ja, und man muss jetzt halt durch diesen Parcours hier fahren. Und ja. Heil im Ziel ankommen, ohne als Blutlache zu enden. Wie dieser Freund hier. Und ja. Komm jetzt nicht weiter. Lass mich durch. Naja. Okay. Also, ich denke mal, ihr habt jetzt kurz einen Einblick in das Spiel bekommen. Darum geht es jetzt aber gar nicht, weil ich bin ja ein Total War-Kommentator. Aber ich habe hier eine echt witzige Mod hier für das Spiel gefunden, die einen erstellt hat, und zwar den Rope Total War Fight. So, das muss jetzt gehen. Wenn das nicht geht, dann ist das Spiel für einen Witz. Guck hier. Echt super Idee, das zu machen. Ich habe jetzt hier den Ball in das Ägypterfenster geworfen. Ich muss jetzt hier das Schwert nehmen. Und dann kann die Runde beginnen. Und ich muss jetzt gegen den Ägypter kämpfen. Ah, hat er das Schwert stecken hier? Okay. Ah. Ja, jetzt passiert nicht viel mehr. Ich lass mal den Typen hier los. Oh. Weil der auch eine Axt, der darf mich nicht treffen. Egal, auf geht's. Wir schlagen ihn auch ohne Waffen. Ja! Jetzt stecke ich mit meinem Kopf im eigenen Schwert, okay. Ist jetzt eine echt ungünstige Stelle. Ja. Zeig mir deine Bälle. Okay, Spaß. Versuchen wir es nochmal neu. Diesmal gegen wen wollen wir? Gegen den Gallier. Ich habe sogar getroffen, das ist ja hier. Super. Und Schwert nehmen, ab geht's. Ja, ich krieg ihn. Fuck. Okay, daneben. Nein. Okay, so geht's nicht. Ich kann ihn aber immer noch besiegen. Los. In meinen Arsch. Okay, es hat nicht geklappt. Die Runde ging an den Gallier.
Okay, ich will eine Rache. Revanche! Schwert nehmen und ab die Post. Das gibt's ja nicht. Ja! Habt ihr's gesehen? Mein Arsch, na los, komm her! Und da hab ich ihn. Stirb, alter Mann! Deine Ära ist zu Ende. Der Mann mit dem Stock im Arsch kommt mich zu holen. Und verdammt, ja, das. What the fuck? What the fuck? Scheiße. Okay. Ach, verdammt. Wollten noch ein bisschen länger spielen. Wir haben noch gar nicht alle Charaktere gesehen. Hallo, lass mich rein. Ja, geht doch. Also ich fand es echt, ich habe mich echt. Oh, habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe. Da habe ich mich gekugelt gestern mit ein paar Freunden, haben wir das gespielt. Und. Ach ja. Ist ein echt gutes Spiel, also für zwischendurch. Wenn man mal nur kurz Zeit hat und ein bisschen Spaß will, dann eingeben totaljerkface.com oder einfach Happy Wheels in die Google-Suche. Ist ein super Spiel, so. Den haben wir noch nicht gesehen, den Römer. Ach, jetzt. Okay, nochmal gegen den Ägypter. Was heißt nochmal? Haben wir schon gegen den gekämpft? Ja, ich glaube, das war der erste, ne? Oh. Okay, so beginnt man keinen Kampf, aber vielleicht fällt das Schwert noch in ihn rein. Los! Ja. Okay, ich würde sagen, die Runde ging mal wieder an den Ägypter. Egal, ich will eine Revanche. Zack! Lass mich runter. So, und jetzt. Auf ihn mit Gebrüll. Gerade Kugel und Strike. Ah, Axt gegen Schwert. Ich kick ihn hier nochmal ein bisschen. Und dann schaffe ich es, mich zu befreien und mir das Schwert ins Rückgrat zu stecken und somit den Kampf zu verlieren. Tja, schade. Aber wir haben noch gar nicht den Römer gesehen. Der Römer ist, finde ich, der schwerste Gegner, weil er so ein cooles Schild hat. Das ich auch gerne hätte. Und jetzt von oben. Nein! Okay, er zieht sich zurück und jetzt kann ich ihn hier das Schwert in den. In die Properze stecken. Und er schreit auch vor Schmerzen hier. Vor Qual. Ja. Aber jetzt kommt er mir gefährlich nah mit seinem Schwert und mit einer geschickten Drehung sticht er mir da von hinten sein Schwert rein. Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Wenn wir noch nicht gesehen haben, das ist der Grieche. Den sehen wir jetzt. Der ist ziemlich schwer zu besiegen, weil er einen langen Speer hat. Und den. Ah. So, wer hat jetzt gewonnen? Ich würde sagen, Kopf ist tödlicher, oder? Und dann nochmal schön durchgehackt. Also, ich habe zwar meine Männlichkeit verloren, aber ich würde sagen, mein Schlag war tödlicher. So, wollen wir dem mal das Leiden hier ersparen? Und gegen wen habe ich noch nicht gewonnen? Gegen den Ägypter. Ne, gegen den Römer. Das war das Unentschieden, genau. Hatte mir das Schwert von hinten reingesteckt. Fällt mir gar nicht so. Und jetzt hier Kanonenkugel machen. Und ausholen. Zack. Oh. Ich habe verloren. Nein, vielleicht komme ich ihm mit meinem Arschloch. Und verdammt. Und ja, die Runde geht mal wieder an den Römer. Gibt's doch nicht. Nochmal. Ach, das ist ja super. Muss ich hier ohne Fuß in den Kampf gehen? So aber nicht. Und jetzt. Ah, jetzt hat er mir gerade seine bloße Stelle hier gegeben und jawoll. Ab in die Properze damit. Und jetzt stirb. Hey, ich will mein Bein wieder. Bein, komm her. Komm her, Bein. Ja. Oh, nein. Nein. Ah, ich hab mein Bein in den Händen. Also, wenn das mal nicht super cool ist. Und ja, das war's. Ich bin tot, ich kann mich nicht mehr bewegen. Gut, wollen wir nochmal gegen den Gallier kämpfen? Wenn ich treffe. Ist immer so eine Sache hier. Nein, ich treffe nicht. Dann eben gegen den Griechen. Gegen den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gewonnen, oder? Doch, doch, haben wir. Klar, wir haben schon gegen alle gewonnen. Wir haben das doch drauf und jetzt. Tja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Genau in den Kopf gleich. Dieser Grieche ist zwar kein Mann mehr, aber er hat mich besiegt. Weiter geht's. Ach, komm schon. Nein.
Nicht schon wieder gegen den Römer, ich habe Angst vor dem. Der ist zu stark mit seinem blöden Schild. Na egal, wir schaffen ihn auch so, ne? Tschack! Ah. Ach, schön abgewehrt von ihm. Ah. Der Treffer war gut, würde ich sagen. Nein, jetzt habe ich mein Schwert losgelassen. Komm her! Nicht in mich. Ach, du dummes Schwert. Jetzt hat er mich ge... Das gibt's doch nicht. Mein Schwert ist ein Verräter. Nochmal. Ah. Jawohl. Und da habe ich ihn wieder von hinten erstochen. Jetzt muss ich aufpassen, dass er mich nicht mit seinem Schwert nochmal holt. Versuche ich mal hin, der Wand. Ups. Haha. Ich würde sagen, er ist kaputt. Aber mir Hauptsache nochmal in die Männlichkeit stechen. Das musste sein, oder? Jetzt reiß ich dich auseinander. Los, ja. Du bist Geschichte, mein kleiner geschichtlicher Freund hier. So, was ist jetzt für ein Haufen? Das weiß ich nicht. So, ich denke mal, okay, das war jetzt genug von dem. Wir können auch nochmal gerne einen anderen Level hier spielen, der von irgendwelchen Leuten gemacht wurde. Ja, was gibt's hier noch für coole Levels? Sword Throw. Das ist auch recht witzig, da kann man hier so einen Typen nehmen. Und sterben. Okay, das war jetzt nichts. Ich glaube, wir müssen den Charakter hier nehmen. Wir müssen den Charakter hier nehmen. Ich glaube, wir müssen den Charakter hier nehmen. Egal. Nein, wir müssen den Charakter hier nehmen. Na gut, dann eben nicht. Wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Ja. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann nehmen wir nochmal einen anderen Sword Throw. Vielleicht geht der. Great. Das ist auch, was man bei so Sword Throws machen muss. Man nimmt sich ein Schwert. Und, wow. Habt ihr das gesehen? Mit zwei Händen gleichzeitig geworfen. Versucht das mal nachzumachen hier. Ich könnte das Spiel auch mal spielen. Zack. Und Chuck Norris. Wir treffen jetzt Chuck Norris nicht. Boah. Okay, wir haben es nicht geschafft, aber dafür haben wir die Justin Bieber-Klone hier vernichtet. Oh. Ja, so kann man sich selbst vernichten. Das ist echt lustiges Spiel. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon mehr wollt. Ist ja eigentlich nicht so das Spiel, der Spielbereich für meinen Kanal. Ich werde da jetzt auch nicht groß weitermachen, aber einfach mal so ein Fun-Video mal zwischendurch. Ich denke mal und hoffe mal, das schadet nicht. Ja, was ich noch sagen wollte jetzt am Ende. Ich fahre jetzt am Morgen Mittag in meine schöne Heimat in Oberbayern, Oberaudorf, ein kleines Dorf direkt am Fuß von den Bergen. Ist echt schön, im Winter fahren wir da auch immer hin. Ich bin ja leidenschaftlicher Wintersportler und Snowboarder. Was das für den Kanal heißt, ich werde eine Woche keine Videos hochladen. Danach das Wochenende mal sehen, da muss man sich wieder auf Schule vorbereiten. Ich wohne ja hier in Hessen. Und die hessischen Schulferien gehen noch eine Woche. Und die verpasse ich ja quasi dann fast komplett, weil ich eben in Bayern bin. Was heißt verpassen? Das ist ja eine schöne Zeit da unten immer. Und ja, also ich werde da keine Videos hochladen. Vielleicht schaffe ich es ja bis morgen noch ein Video hochzuladen. Ich denke mal, das wäre dann entweder ein Napoleon Total War Schlachtkommentar oder nochmal ein Shogun 2 bzw. Fall of the Samurai. Da habe ich nochmal ein paar Schlachten gemacht. Habe jetzt auch recht coole Einheiten freigeschaltet. Was heißt cool? Für meine Verhältnisse cool. Ihr werdet die wahrscheinlich alle kennen und denken, solche Truppen, Kinderspiel, naja. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Von mir aus nichts weiter zu sagen. Viel Spaß beim Anschauen. Danke, dass ihr es angeschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Total War Slayer Boy.